Die Feuerwehr ist ja mit der Landsuche beschäftigt. Wie ist die Situation? Was wurde gestern gemacht? Gestern war die Feuerwehr noch nicht im Einsatz mit der Landsuche, weil der Einsatz oder der Ort, wo die gekentert sind, nicht klar war und die Suche auch abgebrochen wurde. Die Feuerwehr ist jetzt seit heute Morgen um 7:30 im Einsatz. Wie läuft die Suche ab? Ja, durch das, dass das Wrack gefunden wurde und auch andere Teile wie das GPS, konnten wir den Suchbereich eingrenzen und das ist im Bereich des Hafens. Und daher konnten wir über Land die Ufernähe samt der Schilfgürtel mit den Niederwasserbooten von der Feuerwehr absuchen und somit hatten wir eine Möglichkeit, wo wir suchen sollten. Warum ist die Suche durch die Feuerwehr überhaupt nötig geworden? Ja, die Suche war daher nötig, weil viel an Mannschaft gebraucht wird, weil am Land, wie Sie sicher wissen, ist die Strecke ziemlich lang und der Schilfgürtel ist nicht gerade einsichtig, also man muss sich dort auch ins Wasser bewegen, um etwas zu finden und das kann die Wasserrettung alleine nicht mehr machen, darum wurde die Feuerwehr mit alarmiert. Wie viele Mann sind im Einsatz? Von der Feuerwehr sind 60 Mann im Einsatz und nochmal 10 Mann von der Bergrettung. Wie lange wird noch weiter gesucht? Ja, wir suchen so lange weiter, solange die Einsatzleitung noch meint, dass es was bringt und die Suche ist immer noch im Gange.